Guten Morgen YouTube. Dominik hier von Wallner Rasenpflege. Ich würde heute gerne sprechen über die Heimbuche und den besten Zeitpunkt für den Schnitt und wie man sie am besten schneidet. Viele glauben ja, dass die Heimbuche ein immergrünes Gewächs ist, was nicht ganz stimmt. Sie verlieren ihre Blätter, aber erst im Frühjahr im Vergleich zu vielen anderen Pflanzen. Der Vorteil ist, wenn im Frühjahr die neuen Knospen wachsen, die neuen Blätter kommen, vertreiben sie die alten Blätter, diese fallen herunter und das ist quasi ein fließender Übergang, weswegen die Hecke immer grün wirkt. Außerdem ist sie extrem gut im Formschnitt, man kann sie wunderbar in eine Heckenform bringen oder auch in eine Kegelform. Alles vertragt die Heimbuche extrem gut. Die optimalen Zeitpunkte für den Rückschnitt der Heimbuche wird eigentlich in jedem Fachjournal oder in allen Lehrbüchern eigentlich beschrieben mit am besten im Februar, am besten Ende Juni, also rund um den 24. Juni plus minus ein, zwei Wochen und Mitte bis Ende August. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass wir die letzten Jahre gerade einen Klimawandel erleben, der unsere Temperaturen sehr verändert und auch die Winter- und die Sommerzeiten sehr verschiebt. Also wir haben jetzt oftmals den Wintereinbruch erst im Jänner im Vergleich zu früher, wo wir ihn schon im November hatten. Und im Frühjahr haben wir dafür längeren Winter, teilweise bis März, April. Deswegen würde ich oder werde ich versuchen, den Schnitt dieses Jahr ein bisschen anders zu gestalten. Statt August werden wir heute den Schnitt machen im September. Da ich denke, weil normalerweise macht man ihn deswegen im Herbst, damit die Pflanzen einfach noch Zeit haben, sich zu erholen vom Winter. Da wir aber erwartungsgemäß einen Wintereinbruch erst im Jänner, Februar haben werden, bin ich der Meinung, dass wir auch einen späteren Rückschnitt im September durchnehmen können. Wenn ihr jetzt rein nach den Lehrbüchern gehen wollt, dann schneidet ihr Mitte bis Ende August. Auch im Frühjahr werde ich versuchen, ein bisschen später zu schneiden, statt im Februar, wahrscheinlich erst im März. Und werde auch da wieder kontrollieren, wie sich das Ganze verhaltet, ob die Pflanze das gut aufnimmt. Wie gesagt, wenn ihr nach dem Lehrbuch gehen wollt, dann ist Februar die beste Zeit und rund um den 24. Juni. Der optimale Rückschnitt wird mit einer Handschere durchgeführt, da man mit dieser einfach den saubersten und genauesten Schnitt hat. Wenn wir uns jetzt einen Ast der Heimbuche ansehen, dann sehen wir hier bei den Blättern auch diese Knospen. Der optimale Schnitt, wie gesagt mit einer Handschere, ist so circa einen Zentimeter nach einer Knospe. Das wäre der optimale Schnitt mit einer Handschere. Jetzt ist es natürlich der Fall, dass wir oft sehr große Hecken haben, wo natürlich jetzt der Schnitt mit der Handschere einfach nicht wirksam ist, weil wir Stunden oder Tage brauchen würden. Deswegen schneiden wir diesen mit einer Heckenschere. Das ist nicht das Optimum, aber bei dieser Größe einfach nicht anders durchzuführen. Ich habe für die besten Termine des Schnittes eine Seite gefunden, und zwar heißt das gartenjournal.net. Link dazu in der Beschreibung unten. Dort findet ihr sehr, sehr viele Informationen, auch über Heimbuchen und auch über viele andere Pflanzen. Ich kooperiere zwar nicht offiziell mit dieser Homepage, ich habe sie nur gefunden und ich muss sagen, ich finde sie extrem gut, weil ihr findet dort über sehr, sehr viele Pflanzen, über Gemüse, über Kräuter, sehr, sehr viele Informationen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr genaue Details haben wollt, dort findet ihr auf jeden Fall was. Wie gesagt, Beschreibung, Link in der Beschreibung. Was ganz, ganz wichtig ist, einer der wichtigsten Punkte überhaupt zu beachten beim Schnitt der Heimbuchen, ist, dass ihr auf den Like-Button klickt und vielleicht auch subscribt, denn das hilft dem Channel zu wachsen und hilft mir auch in Zukunft weiter solche Videos zu machen. Danke. Ein persönlicher Tipp noch von meiner Seite, wie ich mir am leichtesten tue beim Schnitt, gerade wenn es um den Formschnitt geht in dieser Höhe. Ich versuche zuerst im mittleren Bereich zu schneiden, weil der ist relativ einfach zu schneiden und ich kann dort schon mal die Breite definieren und kann mich von dort dann nach unten und nach oben arbeiten.